Leute, yo, was geht? Mein Name ist Isurogamescom. Jetzt lass mich erstmal hinhocken. Bitte, ey, das muss mal sein hier. Mein Name ist Isurogamescom auf der PlayStation 3. Heute mal ein ganz kurzes und knappes Video. Knapp und spontan, aber mit einer guten Botschaft. Es geht mir eigentlich um dieses Medienthema, ja, um den Schützenkönig, der kein Schützenkönig sein darf. Ein Moslem, der in einem christlichen Verein, mit einer Knarre schießt und jetzt ist er Schützenkönig geworden. Und aber jetzt kommen so solche Leute aus dem Schützenverein, die sagen: Hey, du darfst kein Schützenkönig sein, du bist Moslem, du bist kein Christ. Ich sage euch ganz klar, was ich davon halte: Rassismus pur, rassistisch, Altnazis, eindeutig, Nazi-Gesetze oder was weiß ich. Egal, wo jemand herkommt, ob aus Japan, ob aus selbst aus dem Gazastreifen, selbst der Gazastreifen, ganz friedliche Leute. Die wahren Terroristen sind doch die Hamas-Kämpfer, ne? Nicht die Soldaten sind die Leute, die immer die Bösen sind. Ne, es sind die Leute, die den Auftrag geben. Es sind tatsächlich die Politiker, aber ist egal. Es geht mir eigentlich darum, um diesen Schützenkönig. Der lebt so lange schon in Deutschland, der hat sich wunderbar integriert. Warum darf er denn kein Schützenkönig sein? Warum? Nur wegen dem Glaube? Wegen dem Glaube? Glaube? Glaube, Glaube, Glaube. Kennst du? Frauen! Ups, das war Mario Barth. Hä? Hab ich mal geguckt, Mario Barth. Egal, wir gucken jetzt, wir sind jetzt nicht wegen Mario Barth hier, sondern es geht mir um diesen Rassismus. Für mich ist das ganz klar Rassismus. Glaube, ob Christ, ob katholisch oder 12 Stämme oder Scientology, mir ist das völlig egal. Wir sind alle Menschen irgendwie weltweit. Und ich finde das auch irgendwie ganz schlimm. Wir bekriegen uns teilweise ja auch, weil wir zum Beispiel andere Religionen haben. In Afrika werden Leute getötet, weil sie den Christ, weil sie an Jesus glauben, werden die weggebombt. Kirchen werden weggebombt in Afrika. Leute werden erschossen, weil sie nicht an Allah glauben. Die Welt ist wirklich schlimm dran, aber es gibt auf dieser Welt kranke Leute, viele kranke Leute, ne? Und Moslem, warum darf ein Moslem das nicht sein? Warum darf ein Moslem nicht Schützenkönig sein? Er hat doch wunderbare Schießergebnisse dagelassen. Unglaublich. Wahrscheinlich sind da irgendwelche Leute neidisch und wollen den irgendwie fertig machen. Finde ich das nicht in Ordnung? Wir finden das nicht in Ordnung. Das ist Rassismus. Und da muss ich meine Faust erheben. Aber nicht um Gewalt zu machen, sondern um das Peace-Zeichen reinzuzeichnen, dass wir alle gleich sind. Schwarz, ob weiß, keine Ahnung, gelb oder was weiß ich. Ob jemand im Rollstuhl ist, ob jemand keine Beine mehr hat, ob jemand blind ist, ob jemand taub ist. Verdammte Scheiße. Es ist doch alles verdammt egal. Wir sind Menschen und wir müssen alle Menschen gleich behandeln. Es gibt kein Christ. Es gibt kein Moslem. Nee, es gibt nur eins. Das heißt Mensch. Fertig. Warum gibt es so viele Kriege auf der Welt? Warum werden so viele Leute getötet? Warum gibt es diese ganzen Konflikte? Wegen vielen Religionen. Wegen Religionen. Aber warum können wir nicht einfach mal sagen: Okay, scheiß auf die Religionen, scheiß darauf. Wir sind Menschen, verdammt. Wir bekriegen uns nicht. Warum bekriegen wir uns? Weil wir dumm sind. Weil wir immer noch dumm sind. Weil wir immer noch meinen: Ach, boah, das Christentum ist die einzig wahre Religion. Ach, nein, der Buddhismus, nein, die 12 Stämme, nein, das, bla bla bla. Mann, ey, glaubt an das, was ihr wollt, aber bekriegt euch nicht, weil wir alle Brüder und Schwestern sind. Weil der Mensch, ja, der Mensch kommt ja auch irgendwo her. Also sind wir irgendwie alle verwandt. Und wir sollten aufhören, uns zu bekriegen. Danke.